episode. Bisschen frisch hier heute. So, was habe ich verpasst? Oh ja. Paradiesvogel, vielen Dank erstmal für dein Follow hier in Abwesenheit. Herzlich willkommen. Onkel Grimmi, auch dir in Abwesenheit. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Steigt der Puls hier nur beim Durchlesen, ey. Der Sü wird erstmal eine halbe Stunde lesen, wenn er zurück ist. Ja, ich bin dabei. Tetzi, Tete, Tetzi, warum sag ich bei dir immer Tetzi, Tetis, grüß dich. Ja. Ja, ein alter Frische hier. Boah, ich kann aber, wenn ich jetzt auf die Couch gehen würde, wäre ich auch weg, ey.
Ich lese aber gerne eine halbe Stunde, weil das heißt, ihr konntet euch auch mal ohne mich beschäftigen. Ist doch gut. Habe ich lieber, als wenn hier nichts geschrieben worden wäre. Freut mich. Zwei neue Follows bekommen. Vielleicht soll ich nochmal eine halbe Stunde gehen. Letztes Mal habt ihr den Hype-Train losgetreten, nur weil ich weg war. Also, ich sag ja, manchmal habe ich das Gefühl, euch gefällt es besser, wenn ich nicht da bin. Ich einfach eine schöne, schöne tickende Uhr im Hintergrund. Bisschen 80er-Musik vielleicht. Dafür. Sergio macht auch da weiter, wo er eben aufgehört hat. Das ist nicht zu fassen. Eine Inge soll ich euch hinlegen. Vor allem schön billig ist ja immer die gleiche Uhr. Don, you're back. Don, you sent me a message yesterday, right? On Facebook. And don't read it, so I recognize I have the notice to read it yet. So, no, I want to read it and they show me this. I think the post is delete. I can't open it. Attachment not available. Available. I sink in the ship, thanks. Bye bye, fake Rolex. He sold it. Oh. In Germany, you better don't do this. No, isn't it against the law in Canada to sell fake watches? In Germany or in Europe, you can get a lot of trouble. Kitten? Turks? Was ist denn los mit euch? So when I'm in Canada and I say the watch is a fake, so then it's okay to sell it? Danke dafür, Kitten.
Also der Besitz ist ja auch in Deutschland nicht strafbar. Du darfst damit rumrennen, du darfst damit machen, was du willst. Wo du die her hast, da fragt auch keiner mehr nach. Du solltest dich nur davor hüten, sie wieder zu veräußern. Die Chinesen bauen alles nach, klar. Steht denn dann auch wirklich da Seiko drauf oder ist es ein optischer Nachbau, der optisch als Seiko zu erkennen ist, aber es steht nicht Seiko drauf? Das ist ja dann kein Fake in dem Sinne. Steht Seiko drauf, dann ist es ein Fake. Und die werden immer besser, die Herren da drüben. Danke, Sergio. Danke. Danke. Fällt mir nichts mehr zu ein, Sergio, echt. Genau, darum ging es ja gerade gar nicht, Tethys, ob jetzt Fake gut oder schlecht. Es gibt, ich habe die Story auch mal erzählt, es gibt mittlerweile so gute Fakes. Selbst Rolex in Köln hat mal eine gefakte Rolex revisioniert, ohne zu merken, dass es ein Fake ist. Es geht halt darum, dass es verboten ist, Fakes zu verkaufen. Ne? Der Besitz ist nicht verboten, aber das Verkaufen. Ja, ohne Sergio läuft hier wie bei GSR einfach gar nichts. Rolex hat eine gefakte Rolex revisioniert. Ja, ganz witzige Geschichte. Ich baue eben die Baugruppe hier zusammen, ne, bevor der Sergio hier noch einen Nervenzusammenbruch kriegt, dass die Uhr am Samstag hier noch am Tisch liegt und dann erzähle ich die Story dazu. Also, wenn ihr in Köln am Hauptbahnhof ankommt und geht aus dem Haupteingang raus,
Seht ihr immer zur linken Seite die Bahnhofskapelle? Auch Kölner Dom genannt. Und so schräg rechts gegenüber ist der große Rolex-Schriftzug auf dem Gebäude. Nicht, weil Rolex da einen guten Werbedeal gemacht hat, sondern weil da tatsächlich der Deutschland-Service drin sitzt für Rolex. Das heißt, wenn ihr eine Rolex innerhalb von Deutschland irgendwo abgebt und die muss zum Service, landet die in Köln. Und dann ist Folgendes passiert. Es war einmal. So, ja, Nachbauten sind wieder was anderes. Steinhardt, falls du bekannt wurde auch Remakes, genau. Die sind bekannt dafür, ja. Und das mit Schweizer Werken, ja, mit ETA-Werken tatsächlich. Oder mittlerweile wahrscheinlich mit Zilliter-Werken. Also, die Rolex, ich kann euch nicht mal sagen, welches Modell das war, ist aber auch für die Story nicht erheblich. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, die Olli, es gibt ja wie gesagt auch gute Fälschungen, denen man das von außen nicht ansieht und die dann wirklich auch Schweizer Etherwerke und sowas drin haben. Ja. Gibt halt verschiedene Ansichten auf dieses Thema. Ne? Da kann man sich ganz viele verschiedene Blickwinkel angucken oder das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Da kann man sich ganz viel drüber streiten und ganz viel argumentieren. Ja. Also was war mit Rolex? Fangen wir erstmal damit an. Da kam eine Uhr zur Reparatur für eine Generalüberholung. Die wurde dort komplett überholt und gereinigt. Also hat den ganz normalen Rolex-Service-Durchlauf gemacht. Ja? A few moments later, ich denke ein paar Monate später, kam dieselbe Uhr mit denselben Nummern wieder zur Revision. Komischerweise nicht als Reklamation und von einem anderen Kunden. Aber normalerweise, wenn die Uhr revisioniert worden wäre, ein paar Monate später, Uhr bleibt stehen, Reklamation. Aber es kam eine Rolex mit den gleichen Nummern, revisionsbedürftig, abgenutzt. Offensichtlich nicht das Modell, was vorher da war, aber eins zu eins dieselbe Uhr, eins zu eins dieselben Nummern. So, das ploppt bei denen nicht, ploppt ja bei denen im System auf. Wenn die eine Seriennummer eingeben oder eine Referenz, dann sehen die, okay, die Uhr war dann und dann da. Die haben auch eine Reparaturnummer im Rückdeckel normalerweise, war bei der Uhr auch nicht dann bei der neuen. So, dann fing das große Verwirrung da an. Dann haben die sie mit der sich mit dem Kunden in Verbindung gesetzt, von dem die erste Uhr da war, mit dem sie revisioniert haben. Haben dann darum gebeten, auch den anderen Kunden sollten Box und Papier. Daniel, Ja? hast du noch eine Uhr fertig unten? Welche der Nummer? Achso, Schiller? Ja. Ja.
hatten dann am Ende des Tages von beiden Uhren Box und Papiere da liegen, haben dann Spezialisten darüber gucken lassen, haben alles miteinander verglichen und dann ist aufgefallen, dass die erste Uhr, die da war, die repariert worden ist, eine Fälschung ist. Es war ein 1:1 Klon. Das Werk, alles klar, die haben, es gibt schon lange Klone auch von Rolex-Werken. Aber das sind optische Katastrophen und qualitativ auch Katastrophen. Da siehst du von hinten den Rückdeck, wenn du den aufmachst, siehst du, okay, das sollte mal ein Rolex werden mit diesen roten Klinkenrädern, die man so kennt. Aber man sieht sofort, das ist kein Werk, was aus dem Rolex-Werk, also aus dem Rolex-Industrie kommt, ne? Ja. Und wie gesagt, die hatten Box und Papiere da. Dann haben die auf die, wenn du das genau nebeneinander legst, haben sie gesagt, okay, das stimmt was mit den Grüntönen nicht so ganz und sowas. Die gehen davon aus, dass sie sogar den Druck und alles, dass sie da wahrscheinlich im Hintergrund auch die gleichen Hersteller irgendwie genutzt haben von Druckern, von Farbe, von keine Ahnung was, ne? Es war 1:1. Also wenn du die Uhr einzeln vor dir hattest, vor dir gesehen hast und nicht direkt vergleichst, dann, wie gesagt, die haben dann keine Ahnung, was man an den Materialien auch für alles für Analysen und Nachmessungen machen kann. Und dann danach haben die festgestellt, die erste, die da war, war der Fake. Das heißt, es gibt mittlerweile echt richtig gute Fälschungen. Das weiß ich gar nicht mehr. Eigentlich ist das schwierig, weil, wie gesagt, der Besitz ist nicht strafbar, nicht belangbar. Es ist dein Eigentum. Die haben das, ich weiß, dass das mal eine Zeit lang so praktiziert wurde oder versucht so zu praktizieren, weil das ja das Recht ist von Rolex, das ist ja auch Markenschutz, aber wenn die Fälschung besser ist als das Original, ja. Ja. Das sind aber dann Fälschungen, für die bezahlt man mehrere tausend Euro. Und Nerdy Olive, zu dir nochmal eben, zu dem, wenn dir das Design gefällt und die Uhr gefällt, klar ist das völlig legitim, dafür einen gewissen Betrag zu bezahlen. Irgendwann ist halt auch der Punkt, wo ich mich frage, okay, ich kaufe mir einen Gegenstand, den ich eigentlich zumindest offiziell nie wieder veräußern darf. Das heißt, ich gebe Geld für etwas aus, was am Ende des Tages den Wert null für mich hat. Wenn es nur für mich persönlich quasi ist, ich trage die Uhr eh, bis sie fritte ist, alles klar, völlig in Ordnung. Deswegen sage ich, es gibt verschiedene Betrachtungswinkel. Ne? Einmal der private Nutzen für einen, also was ist mein Antrieb, mir eine Uhr zu kaufen? Wenn du das jetzt zum Beispiel aus deinem Blickwinkel siehst, du kannst oder möchtest dir das Original nicht leisten, ne? Weil es dir einfach zu teuer ist, aus welchen Gründen auch immer. Entweder weil man nicht bereit ist, so viel Geld dafür zu bezahlen oder weil man es einfach nicht kann, ist ja auch egal. Man hat aber Spaß daran und Spaß damit, völlig legitim, das dafür zu kaufen, ne? Genau. Wenn man die jetzt kauft, weil man damit im Club Ladies aufreißen will und man kauft sich so eine billige 30-Euro-Fälschung irgendwo und macht damit einen auf dicke Hose, finde ich das absolut daneben und ja, tangiert mich eigentlich gar nicht, der Typ dann. Dann gibt es ganz viele, die kaufen sich das Original eines gewissen Herstellers, eines gewissen Modells und wollen die aber nicht tragen, sei es von wegen, sie wollen sie nicht abnutzen, Wertanlage, Angst, dass sie geklaut wird und kaufen sich dann die optische Kopie, ne, damit sie die dann tragen können. Haben das Original aber im Safe liegen. Habe ich zum Beispiel jetzt mit einer, das war eine, glaube ich, eine Panerai, eine alte. Und da gab es auch einen optischen 1:1 Nachbau von mit einem Seagull drin, also mit einem chinesischen Werk. Da stand aber da nicht Panerai drauf. Ja, das ist, ja, finde ich auch noch in Ordnung, ne? Dann gibt es noch diejenigen, wo man dann, also wenn ich mir dann sage, ich gebe aber jetzt mal mehrere tausend Euro für eine Fälschung aus, ist auch wieder das Persönliche, ne? Und dann finde ich immer, muss man auch immer die Markensicht sehen, klar. Ich fälsche ja ein Produkt,
was sich einen gewissen Wert erarbeitet hat. Und da muss man sich persönlich auch immer fragen, fände ich es geil, wenn mein Produkt von anderen eins zu eins nachgebaut wird und dann auch noch mein Name da drauf steht auf einem Produkt, was ich gar nicht in dem Fall entwickelt, also nicht gebaut habe in einer miesen und dann vielleicht noch in einer miesen Qualität und es steht dann auf einer miesen Qualität, auf einer Fälschung mein Name drauf. Ne, die Sicht der Marken muss man dabei natürlich auch noch sehen. Kein Zeigemensch, okay. Es gibt, deswegen meine ich, es gibt ganz viele verschiedene Betrachtungswinkel auf dieses Thema, ne? Ich bin der Meinung, jeder sollte das machen, was er für sich persönlich richtig hält. Ich glaube, meine Grenze ist da erreicht. Es ist dann genau, wenn er im Sommer im Cabrio sitzt und hält die gefälschte Uhr so raus, damit man sie ja sieht, und dann ist das so eine Kaugummiautomatenuhr, dann denke ich mir, gut. Also, wenn mir einer eine Fälschung als echte verkaufen möchte, obwohl er weiß, dass es eine Fälschung ist, dann ist er für mich eine ganz arme Wurst. So kann man es am Ende festhalten. Wenn mir einer vernünftig erklärt, warum er die und die Uhr so trägt, gut, dann ist das so. Okay, ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Ansichten davon, ne? Ist eine Waffenschranke, okay. Und mittlerweile ist es ja auch so, es gibt ja, ich glaube, in jedem Bereich mittlerweile Replikas. Also das ist halt, trifft ja nicht nur Uhren, ne? Ja, ne, die machen richtig was her und du hast 30 Jahre Garantie drauf, ne? Boah, das ist wieder so ein Twitch-Name, der wird schwierig. Sorry fürs falsch Aussprechen. Ach, Warstein. Soll es Warstein sein? Warstein 4370, Moin, grüß dich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich glaube, ich lese dich auch zum ersten Mal, ne? Do you know who you are? Yes, I think everybody in this chat knows Ricky Martin, oder? Die wissen, die meisten kommen eh nur einmal, ja. Ja, Kiri, ja, das willst du machen. Schwierig, wenn sie die einmal da haben. Ich habe 1997 diese Plastikbrille und diese Uhr im Paket bei Ihnen gekauft. Für 25 D-Mark. Oh, Sergio, da sehe ich dich jetzt gerade. Ist das dein Deckname hier, Sergio und Terax? You are the one and only.
und hast schon Rundgang gemacht? Warst du schon mal auf dem Flur? Ja, Kiri, gute Frage. Und das was man damit machen könnte. Wir machen ein paar Mal am Tag, oder? Irgendwo da verteilen bei den Leuten, die es richtig nötig haben, ne? Also wo die auch wirklich getragen werden dann und denen ist einfach egal, was da draufsteht oder auch nicht draufsteht. Ist aber Rolex auch selber schuld, kann sich ja jeder diese Uhr kaufen und sie gibt es in Massen. Es gibt keine Kriterien, wie bei Ferrari nur bestimmt auswählen. Ricky Sergio, Martina Medina. Das klingt sogar fast sexy, Sergio. Geht nicht schlecht, ja. Du kannst das Bein mal eben Kaffee wegbringen, ich bin gleich wieder da. Panic, ich glaube, ich habe schon mal von dem Video erzählt, von auch vom Herrn Gebauer. Bei Richard Mille ist es tatsächlich so, dass die den Verkauf ganz streng limitieren und überwachen. Da hat einer von einem Verkauf quasi oder von seiner Sammlung nur in dem Video gezeigt oder bei Instagram. Das ist der Bruder von G. genau. Wo zu erkennen ist, Seriennummer und sowas, und darüber können die zuordnen, wem diese Uhr ist und wo die verkauft wurde. Wenn du die ohne Absprache oder sowas, muss ja überlegen, das ist dein Eigentum, ne? Wenn du die quasi in den Graumarkt bringst oder weiterverkaufst, wirst du bei denen gesperrt und darfst nie wieder eine Richard Mille kaufen. Also wenn die spitz kriegen, dass du die Uhr quasi nur gekauft hast, um die dann irgendwie weiter zu veräußern, dann war das deine erste und deine letzte, die du bei denen irgendwie offiziell bekommen hast.
Klar, das darfst du schon, das dürfen die dir nicht verbieten, das ist schon völlig klar. Aber dann geht bei denen ein Lämpchen an, wenn du die nächste Uhr kaufen willst, und dann verkaufen die dir halt auch keine mehr. Wusste ich bis dahin auch noch nicht. Auch relativ krass gefunden. Auf so einem hohen Ross muss man erstmal sitzen, machen aber einige Luxus, also einige Luxushersteller von Luxusgütern, ne? Auch bei Autos. Finde ich völlig in Ordnung, diese Einstellung, Kitten. Kommt tatsächlich auch öfter bei uns mal vor. Und die Kunden dann sagen, ja, ich könnte die jetzt auch zu Marke und XY direkt zur Reparatur bringen, aber die haben schon genug Geld, dann lasse ich das lieber bei ihnen. Finde ich in Ordnung, diese Einstellung. Das stimmt, Herr Necker. Yep, auch das Kitten. Da muss man überlegen, Rolex ist mittlerweile so schizophren und hat so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Die entsorgen mittlerweile sogar ihre Ausschussware selber. Die hatten früher mal einen Entsorger und man muss überlegen, Rolex hat natürlich eine hohe Fertigungstiefe und sehr hohe Ansprüche an das, was am Ende aus der Maschine rauszukommen hat. Das heißt, die sortieren natürlich auch einiges aus, was am Ende des Tages in dieser Uhr natürlich hätte vielleicht funktioniert, aber da ist halt irgendwo eine, wie so eine angeditschte Tomate, ja, man hätte sie ja essen können, sie schmeckt vielleicht auch, kommt aber natürlich nicht im Laden an. So, und derjenige, der damals die Entsorgung von diesen Sachen übernommen hatte, der war ein ganz schlauer Fuchs, der hat das Geld für die Entsorgung kassiert und hat nachher hinten den Hänger leer gemacht und hat das alles nochmal weiterverkauft. Das ist eine sehr vernünftige Einstellung, Tethys. Das stimmt, ja. Deswegen gibt es ja bei vielen Firmen, also bei manchen Firmen, zum Beispiel bei Omega, das Tütchen, was Kiri von mir geschickt bekommen hat, das war ja eine eingeschickte Uhr bei Omega. Die liefern die Ersatzteile mit zurück. Also alles, was ausgetauscht wurde, ist ja eigentlich auch dein Eigentum gewesen vorher, kriegst du wieder mit zurück. Ob du damit am Ende was anfangen kannst oder nicht, ist ja egal, aber man kriegt es mit. Bei anderen größeren Herstellern ist es so, da gibt es alles nur im Austausch. Das heißt, wenn du ein neues Zifferblatt, neue Zeiger, neue Brücken, neue oder sowas haben möchtest, altes Teil hinschicken, neues Teil zurückbekommen. Hat einfach den einfachen Hintergrund, ich könnte das alte Zifferblatt, die alten Zeiger ja immer nochmal weiterverkaufen und damit könnten Replikas hergestellt werden. Welcome to my house, baby. Take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Jason Live, play that music too loud. Show me what vielen, you vielen Dank do now. für deinen Raid. Was macht der Führerschein? Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest bis jetzt einen angenehmen Mittwoch. Herzlich willkommen, Raiders. Rottalerin 1987, mein Jahrgang. Herzlich willkommen. Saphira, grüß dich. Hallo Raiders, was habt ihr Schönes gemacht? Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid.
eine Sekunde. Shoutout für den Jason natürlich. Schaut da gerne mal rein. Er hatte heute erste Fahrstunden. Wie ist es gelaufen? Mittwoch hat er Theorieprüfung. Daumen sind gedrückt. Also nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich. Und Rothalerin, du stehst also auf Uhren, ja? Oder hast sogar was mit Uhren zu tun? Wir sind gerade dabei, eine, wenn man nach dem Sergio geht, seit Wochen dabei, nein, seit gestern tatsächlich, diese IWC hier zu revisionieren. Eine IWC Portugieser in Stahl mit einem Rosé-Zifferblatt. Gehäuse ist fertig aufgearbeitet. Das habe ich gestern offstream gemacht, weil da kann ich euch leider nicht mit hinnehmen. Da ist keine Cam. Soll ich sagen? Genau, ich wollte euch einmal noch mit der Handkamera mitnehmen, dann kann man das immer ein bisschen besser erkennen. Also, das ist ein umgebautes ETA-Werk, ETA 7750. Das wird einmal komplett zellig gereinigt. Da, soweit sind wir jetzt schon. Das heißt, wir sind schon wieder bei der Montage. Kommt jetzt gleich Zifferblattzeiger drauf. Ja, sehr schön. Dann bist du hier genau richtig. Wir sind spezialisiert auf die Revision von hochwertigen Armbanden, Taschen und Wanduhren. Also hier bei mir auf dem Tisch werdet ihr alles sehen, ab Taschenuhr abwärts, also größentechnisch abwärts. Und dann hier haben wir das Gehäuse. Das haben wir gestern poliert an den Bandanstößen und mattiert an der Seite. Immer nach der Prämisse, nicht auf Teufel komm raus, jeden Kratzer rauspolieren zu wollen, weil es immer eine Materialabnahme ist und man dem Gehäuse am Ende des Tages zu viel Material wegnimmt. Deswegen wird nicht bis zum letzten Kratzer. Ihr dürft sie gerne behalten. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Viele sind es tatsächlich nicht. Am Anfang hatte ich mal kurz gedacht, ich wäre fast der Erste und Einzige, aber nein. Gerade im englischsprachigen Raum und ein Belgier und noch ein Deutscher streamen auch. Und nochmal vielen, vielen Dank für den Follow. Ich hoffe, Kitten, ich hoffe, wir arbeiten dran. Na, also, wenn euch das hier interessiert, ihr Spaß daran habt, gerne Herzchen anklicken. Na. Uhren. Da kann nicht mal ich mithalten. Ach, kann ich bei weitem nicht mithalten. Da kann man nicht mal von mithalten reden. Also zumindest in meiner privaten Sammlung nicht. Aber cool, wie kam es dazu und welche Varianten von Uhren? Armbanduhren, Taschenuhren und sowas? Oder Reiseuhren, Tischuhren, ach, was da alles gibt. Gute Werbung, Kitten. Aber wenn du meinst, wenn der Sauerländer da hinten im Wurstwasser sitzt, apropos Sauerländer, ist immer noch kein Sauerländer da. Wir arbeiten hier. Genau, gerne mal Ausrufezeichen DC in den Chat. Danke, Kiri. Und dann gerne posten, was ihr so an Uhren besitzt. In der Zeit setze ich uns mal die Zeiger hier.
Okay, das sei ihm ja zu wünschen. Kitten, das sei ihm zu wünschen. Dein Mann hat dich angesteckt. Ich habe eine Breitling geschenkt bekommen zu Weihnachten. Wir haben, boah, coole Sammlung wahrscheinlich. Ja, dann wünsche ich dir hier viel Spaß. Sollte irgendwas an Fragen anstehen, immer sehr gerne her damit. Und ansonsten einfach im besten Fall zuschauen und genießen. Ich bin auch relativ frisch beim Stream von Uhren. Ich habe damit letztes Jahr, Ende letzten Jahres angefangen. Davor gab es immer mal wieder Sim Racing bei mir zu sehen. Ah, okay, sehr gut. Ich hoffe, körperlich fit arbeiten und nicht auf Zwang, weil dringend auf Arbeit muss arbeiten. Nicht, dass also dann halt zu früh anfangen. Also das, was er ja so hatte, klang jetzt nicht so, als sollte er schon wieder arbeiten gehen. Aber immer darauf achten, dass die Zeiger parallel zueinander stehen, parallel zum Zifferblatt und im besten Fall nirgendwo schleifen, hängen bleiben. Das ist unser Sekundenzeiger. Wie gesagt, der IWC-Umbau, dass die Sekunde beim 77,50 unten ist, das ist sonst nicht der Fall. Ja, dass es ihm besser ist. Gut, dass du da einen Blick drauf hast, Kitten. Sehr vernünftig. Direkt einen rechten Schlag auf den Hinterkopf. Ich weiß genau, welche du meinst. Ich habe sie gesehen. Ich habe auch mal geguckt, was sie kostet. Ich weiß es gar nicht. War es eine halbe Million? 350.000? Oder bin ich da jetzt völlig drüber? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe sie mir mal angeguckt. Krankes Teil. So, Zeiger sind gesetzt. Sehr schön, dann herzlich willkommen auf unserem Discord-Kanal. Die Uhr hat schon ein leicht patiniertes Zifferblatt. Sehr cool, danke, ich freue mich drauf, gucke ich auf jeden Fall nachher rein. Hast du mal geguckt, das Teil? Müssen wir mal gucken, da sind glaube ich einige online drin. Kannst du gerne den Preis da mal reinschreiben, Panic. Leicht patiniertes Zifferblatt im Sinne von, dass die schon mal falsch Luft gezogen hat. Hier sehen wir so einen kleinen Fleck im AU von Schaffhausen. An dem Rand wird es ein bisschen gelblich. Die wird wahrscheinlich mal ein bisschen Feuchtigkeit gezogen haben. Aber ja, hat gelebt die Uhr.
Ja, können wir die Krone nochmal testen hier. Eisdealer. Wie geht es dir? Mich überlegt mir gerade eine dumme Antwort auf deine Frage, aber mir fällt keins ein. Dann war ich mit meiner Korrektur von 500.000 auf knapp 300.000 oder sowas ja nicht so verkehrt. Der Meisterkittel, soll ich ihn für dich mal anziehen? Ich glaube, da ist schon dick Staub drauf. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Uffase. Was wollen wir denn? Passend zu IWC machen wir IWC oder sollen wir Omega nehmen? So Leute, jetzt ist die Revision gleich teurer. Ich sage mit euch, wie es ist. Also passend zu IWC, IWC-Kittel. Und ja, der Omega-Kittel gefällt mir auch besser. Weil hier steht auch nur IWC drauf. Aber das ist auch wieder so Einheitsgröße, weißt du? Passt der Stub, kannst du nicht immer schön hier. Handy in die Tasche. Ja, passend zu IWC natürlich der IWC-Kittel. Und auch witzig, es ist tatsächlich eins zu eins derselbe Kittel, ne? Zwei verschiedene Hersteller, zwei verschiedene Schulungen, ziemlich viele Jahre dazwischen auch von den Schulungen. Kittel nutzen sie alle dieselben, drucken nur ihren Namen drauf. Yeah, Don. Yes. Aber ja. Kittel gibt's auch. Aber der Omega-Kittel ist echt cooler. Ich zeige ihn jetzt euch mal. Den finde ich echt cooler. Wo ist das angesagt? Fast wie bei den Uhrwerken, genau. Ja, also während den Schulungen in den sogenannten Reinräumen von den Werkstätten muss man diese Kittel tragen. Aber der ist ein bisschen anders. Der hat keine Ärmel zum Knöpfen hier. Der von IWC hat Ärmel zum Knöpfen gehabt. So, der ist schicker, oder? Und hier auch extra mit D für Doktor, ne? Doktor Stubb. Offizieller Omega Timekeeper. So. Doktor Stubb. Gleich bei Olympia dabei, sowieso. Sehr schick, oder?
So. Guck mal. Gleich ein Follow, ich lasse den Kittel an. Omega-Kittel, gib ein Follow. Eisdealer, siehst du, wir brauchen Kittel. Das ist auch wieder so ein Twitch-Name, da breche ich mir die Zunge bei. Duttefanten. Vielen Dank für den Follow, herzlich willkommen. Du hast mehr erwartet von dem Kittel. Also komm, hast du auf den Visitenkarten auch schicken? Nee, habe ich tatsächlich nicht drauf. That's for the... For the... for the certification schoolings, you have to wear it in the... It's me, Mario. Da fehlen unsere Logos, das stimmt. Ist ja auch nicht mein eigener Kittel. Genau deswegen habe ich den nie an. Deswegen trage ich auch keine Pullis, tatsächlich. Wenn hier die Ärmel so runterhängen, räume ich mir immer den Tisch damit ab. Kurz, wir brauchen auf jeden Fall kurzärmelige Kittel, okay? Du glaubst es nicht, tatsächlich in den Werkstätten, in den großen von IWC und so weiter, gibt es nicht nur Haarkappen teilweise, sondern auch so Schuhüberzieher, klebende Böden, Unterdruck im Raum. Du musst durch eine Schleuse gehen. Ich sitze kacke, man sieht das schöne Logo gar nicht. Quatsch. Ja, aber Kitten, der Kittel wird hinten zugemacht, den du trägst, ne? Hab mir auch was ausgedacht für die Streamer, die ich besuche. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du dir da ausgedacht hast. So, und ich muss den Kittel wieder ausziehen, die Ärmel gehen mir jetzt schon leider auf den Sack. Wir haben einige Uhren aus den 30er Jahren. Boah, das ist ein richtig altes Schätzchen, ey. Den Knöpfen hinten ist meiner. Ach ja. Ich weiß gar nicht, wann ich dies letzte Mal anhatte, ey. Stimmt, bevor ich noch zu ernst genommen werde, ja.